Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute bringe ich euch den Werdegang der Geburt und dem Tod näher. Unser Leben beginnt mit unserer Geburt und endet mit dem Tod. Doch der Tod ist wiederum eine Geburt in die Unendlichkeit. Der irdische Tod ist wie einen alten Mantel ablegen, der unserer Körper ist. Die Seele, die in dem irdischen Körper eingebettet ist, verlässt beim Tod den Körper, den Mantel, die Umhüllung und sie steigt empor ins Licht. Die Seele kehrt heim in die ursprüngliche Seelenfamilie. Also, warum haben wir Angst vorm Sterben? Warum fürchten wir uns davor? Die Angst ist nur dann darin begründet, weil das Leben mit vielen Ängsten verbunden ist. Es passieren so viele Ereignisse im Leben, wo wir die Angst fühlen, weil wir nicht wissen, wie die betreffende Situation sich entwickelt und ausgeht. So wie wir erkennen, dass die Angst unbegründet ist, fühlen wir uns wieder frei und können durchatmen. So ist es eben auch mit der Angst vor dem Sterben, weil niemand das Gefühl, wie es ist, mit dem Sterbevorgang schon erlebt hat. Dieses kann nur in einer Rückführung erkannt werden und erlebt werden oder, so wie ich, Deria, es euch erklären kann. Das Ablegen unseres irdischen Körpers ist genauso ein Wunder wie unsere Geburt. Die geistige Welt unterstützt uns bei der Geburtsphase und beim Tod. Eine Reise, es ist die Reise, der Reise ins Licht mit Begleitung des persönlichen Schutzengels. Wir werden in eine begrenzte Welt geboren, eine Geburt in die Materie. Der Tod hingegen ist der Eintritt und gleichzeitig die Geburt in die Unendlichkeit mit seinem unendlichen Licht. Deshalb gibt es keinen Grund zur Furcht. Doch was wissen wir über das Leben und über den Tod? Die Seele des Menschen ist unsterblich. Sie lebt abwechselnd im Diesseits und im Jenseits. Genau in diesem Wechsel wird die Seele vom Schutzengel intensiv behütet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Seele bei ihrem irdischen Leben ihren Schutzengel kennt und wahrnimmt. Der Mensch, der Körper, ihm ist in der Regel nicht bewusst, dass er einen Schutzengel hat. Jedoch gibt es viele Menschen, die ihn spüren. Wenn der Engel sich bemerkbar macht, dann sagt der Mensch: Ich habe dieses komische Bauchgefühl. Und mit den Jahren, der Zeit, kann der Mensch sich darauf einstellen und achtet auf sein Bauchgefühl. Und mit diesem Bauchgefühl, seiner Ahnung, handelt er dann. Doch unsere letzte Frage: Vor der Unendlichkeit und welchen Sinn in den unendlichen Inkarnationen stecken, wird man uns nicht beantworten können. Denn mit unserem irdischen Wissen können wir den göttlichen Plan nicht im Ganzen erfassen. Deshalb tragen wir den göttlichen Funken in uns. Beim Sterben verlässt der Geist zuerst den Körper. Die Seele wird frei. Erst nachdem der Geist den Mensch verlassen hat, bleibt die Seele als reine Emotion zurück
und kann das Leben völlig unverfälscht und frei jeder Beurteilung des Geistes erleben, also Kontrolle über ein reines Gefühlsleben. So hat die Seele in dem gelebten Leben seine Aufgabe erfüllt. Die Aufgabe oder manchmal auch mehrere Aufgaben, die er erledigen muss. Die musste er erledigen. Das wurde der Seele vor der Geburt ins Leben von den höchsten Engeln gezeigt. Und natürlich will die Seele diese Aufgabe meistern. Denn sie weiß, dass sie es schafft, egal wie schwierig oder wie leicht sie sind. Nur eins ist für die Seele wichtig, es zu schaffen, damit die Seele danach höher aufsteigen kann. Nach jedem Tod eines Lebens steigt die Seele höher und höher, bis er die letzte Stufe erreicht hat. Das ist das Ziel einer Seele, einer jeden Seele. Eines aber sollen wir wissen, im Jenseits herrscht nur Liebe und Frieden. Die Seelen verstehen sich untereinander in vollkommener Harmonie, also ausschließlich über reine Emotionen im göttlichen Licht. So genießt euer jetziges Leben. Seid euch bewusst, dass ihr eure Aufgaben in diesem Leben schaffen werdet. Seid nicht traurig, habt keine Angst. Seid euch bewusst, dass euer Schutzengel immer an eurer Seite ist und euch Signale sendet. Horcht in euch hinein, erkennt. Ich wünsche euch ein wundervolles Leben. Eure Deria.